Ja, hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal etwas, ja in Anführungszeichen, ganz anderes. Und zwar habe ich hier Böller und ihr seht auch da hinten eine Pfanne und einen Topf. Das hat folgenden Hintergrund und zwar werde ich heute, ihr kennt ja alle den Film Kevin allein zu Haus, ja? Der Kevin von den McAllisters allein zu Haus wurde versehentlich daheim vergessen. Und die zwei Ganoven, Marv und Harry, wollen quasi in das Haus der McAllisters einbrechen. Und und in einer Szene holt Kevin quasi hier so eine Knallkette, hier so in der Art, aus der Küche, die er von seinem Bruder Buzz hatte, und tut die hier in so einen Topf und vertreibt damit den Einbrecher. Und das will ich quasi heute nachspielen, ob halt wirklich eine Knallkette oder Böller im Topf oder Pfanne so laut sind. Anfangen tue ich mit was Kleinem hier, mit so Crackling-Schnüren. Ja, ich muss sagen, bei diesen kleinen Sachen ist schon relativ laut. So, das nächste. Machen wir hier mal so Lady Cracker. Das sind so kleine, auch kleine Knallketten. So, gleich mal noch eine. Geh mal in den Topf hier rein. Und dann würde ich sagen, komplettes Päckchen hier mal in die Pfanne. Massivste Rauchentwicklung. So, weiter geht es mit einem Pyrokreisel und diesen Moskitos. Und zwei Stück gleichzeitig. Ja, die landen nicht. Dann machen wir weiter. Und zwar nehmen wir mal hier Titanball groß. Das gibt gleich auch einen riesen Crackling. Ein in den Topf und ein in die Pfanne, wenn ich es schaffe. Weiter geht es mit einem D-Böller von Funke und D-Böller von Catan. Ja, den habe ich nicht getroffen in den Topf. So geht's gleich weiter, der Böller-Spaß. Würde ich einmal sagen, die Funke B und Funke A. Thank you.
Jetzt haben wir hier noch Funke B und Funke C. Das war nix. Ihr seht, hier ist noch eine Zündschnur dran, geht also nochmal. Und jetzt den Funke B. So, ich würde sagen, weiter geht's hier mit dem Explode Storm. Das ist so ein kleiner Wirbel. Ihr werdet es gleich sehen, richtig schöne Silberfunken. Und auch mit so einem Power Split. Rauch aus beiden Seiten. So, und jetzt den Power Split von Pyroland. Da brauche ich jetzt kein Feuerzeug. Richtig krasse Rauchentwicklung, schönes Gelb, schön dichtes Gelb. Jetzt geht's weiter. Wir haben hier noch Katan, die neuen B-Böller und die richtig guten Katan D und auch Super 2. Ich würde sagen, wir fangen an hier mit diesen Katan. So, jetzt die guten Katan D und Super 2. Und jetzt noch den Super 2. Dann würde ich jetzt sagen, fangen wir nochmal an mit den Knallketten. Da haben wir einmal die Matt oder zweimal die Matt 210. Einmal in die Pfanne und eine für den Topf. So, die nächste geht in den Topf. Hier wieder extreme Rauchentwicklung. So, jetzt haben wir hier noch die Rabiator, auch eine große Knallkette. Und dann hier Böller-Päckchen mit Tape-Match verbunden. Und zum Schluss dann den riesen Celebration-Cracker. Fangen wir an mit Rabiator 300. So, jetzt haben wir noch die ganzen Böller-Päckchen
Funke A, nochmal Funke A, Funke C, Booster D von Panda, Funke C auch nochmal und Thundercracker von Katan. Fangen wir an mit A-Böller Funke. Das ging fix, muss ich echt zugeben. Dann hier den Panda D. Dann hier die Katan D. Funke A, nee, Funke C. So, für die letzten beiden Päckchen nochmal die Topf und die Pfanne entleeren. Jetzt das letzte Päckchen, Funke A. Und jetzt haben wir hier noch, was ist das? Funke B. Und zu guter Letzt haben wir hier noch den Celebration Cracker von Leslie. In die Pfanne oder in den Topf? So, ihr seht, die letzte Aktion ist vorbereitet. Knallkette liegt also in der Pfanne und im Topf. Das klingt richtig, richtig. Das scheppert quasi in meinen Ohren. Also, es ist definitiv bewiesen, eine Knallkette oder ein Böller im Topf ist definitiv lauter.